Hallo liebe Kinder, hier sind wir wieder, Ella, Seppo und ich, eure Schulsozialarbeiterin. Heute ist der 16. Dezember und in diesem Jahr am 16. Dezember möchten wir euch auf ein jüdisches Fest hinweisen. Das ist das jüdische Lichterfest. Habt ihr davon schon mal gehört? Das ist ein Lichter- und Freudenfest, das nennt sich Chanukka oder Hanukka. Und es erinnert an die Geschichte der Juden und ihrer beiden Tempel in Jerusalem. Damals, als der Ursprung des Festes sozusagen, wurden die Tempel von den griechischen Besetzern und Herrschern befreit. Und das war eine Riesenfreude. Und die Tempel wurden wieder eingeweiht. Und Chanukka bedeutet auch, kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Einweihung. Für die Juden ist in dieser Zeit die Chanukia, das ist dieser Kerzenleuchter, ganz besonders wichtig. Da dürfen die Kinder und auch die Erwachsenen, jeder hat seine eigene Chanukia, eine Kerze pro Abend anzünden. Und die machen das immer, die zünden das immer an der mittlersten an. Die nennt man auch Dienerkerze. Da hat der Seppo vollkommen recht. Die Bedeutung, dass jedes Mal beim Anzünden der Kerze werden Dankes- und Segenssprüche gesprochen. Und da gibt es die Geschichte dazu, dass in der Zeit für das Fest nicht genug Öl in einer gewissen Zeit vorhanden war. Und es gab nur noch eine ganz, ganz kleine Menge Restöl, die niemals für die 8 Tage ausgereicht hätte. Und doch gelang es, mit diesem bisschen Öl die Chanukia 8 Tage leuchten zu lassen. Die Gotteshäuser der Juden nennen wir heute Synagoge. Es gibt in Jerusalem auch noch einige Tempel. Bei dem Fest der Juden wird hauptsächlich des Abends gefeiert. Ja, nachdem man die Kerze angezündet hat. Aber während der halben Stunde, in der die Kerze brennt, da darf man gar nichts tun. Selbst das elektrische Licht muss anbleiben. Das ist nämlich ganz wichtig, weil auch die Kerze soll eigentlich nicht arbeiten. Und Chanukka wird eigentlich an 8 aufeinanderfolgenden Tagen des Abends gefeiert. Das ist für die Kinder was ganz Besonderes, denn es gibt auch in dieser Zeit kleine Geschenke. Es gibt auch ganz spezielle Leckereien, Krapfen, Reibekuchen und so weiter. Auch da merken wir in den Lebensmitteln, dass da angespielt wird auf das Öl, das ja diese besondere Bedeutung hatte. Und wir haben euch jetzt aber noch was mitgebracht, was wir auf der Seite des Jüdischen Museums Berlin gefunden haben, das für euch Kinder vielleicht ganz besonders spannend sein dürfte. Was braucht ihr dazu? Wir verlinken euch auf der Facebook- und Instagram-Seite auch noch den Link zur Bastelanleitung des Dreidel. Das hier ist ein Dreidel. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Es ist, ja, auf Deutsch ein Kreisel, aber es ist der jüdische Dreidel. Es ist ein Spiel, das die Kinder sehr gerne spielen. Was braucht ihr? Ihr braucht den Dreidel. Wie gesagt, Bastelvorlage gibt es von uns. Ihr braucht Gummibärchen oder 1-Cent-München oder Streichhölzer oder Murmeln. 10 Stück davon, Seppo, ne? Genau. Und dann wird der Dreigel, da sind hebräische Buchstaben drauf und da steht der Satz drauf, es geschah dort ein Wunder mit den Buchstaben. Jetzt dreht man den so. Jetzt haben wir den roten oben. Es gibt auch eine Erklärung natürlich mit dazu. Du gewinnst alles. Wir haben jetzt hier noch nichts in der Mitte liegen. Dann kann ich mir nichts aus der Mitte nehmen. Bedeutet, jeder von euch hat 10 Gummibärchen und manchmal landet man halt eben auch auf diesem gelben Feld und dieses gelbe Feld steht für Stell im Sinne von lege hinein. Das heißt, du musst 2 von den Murmeln, den Gummibärchen, den Streichhölzern oder den 1-Cent-Stücken in die Mitte legen. Und so geht das reihum.
Und der Dreidel zeigt dir immer an, was du tun musst. Ich finde, das ist ein super schönes Spiel, das man auch gerade in der Weihnachtszeit spielen kann. Wenn jeder von euch sich einen Dreidel bastelt, dann könnt ihr innerhalb der Familie um ein Centstücke, ein paar Gummibärchen spielen und habt eine Menge Spaß. Und ihr seid auch noch interkulturell unterwegs. Das heißt, ihr nutzt Ereignisse, Spiele aus anderen Kulturen und Religionen für ein besseres, gemeinsameres Miteinander, für mehr Vielfalt. Wir wünschen euch einen wunderbaren 16. Dezember. Habt viel Spaß, probiert unseren Spieletipp heute mal aus und lasst uns wissen, wer von euch gewonnen hat. Wie viele Gummibärchen gab es denn? Lecker, ich werde die bestimmt alle gewinnen, ich bin da ganz gut drin. Du spinnst, ich bin auch Gummibärchen. Na, 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 wir wollen uns doch jetzt hier nicht streiten. Immerhin ist Adventszeit und Teilen angesagt. In diesem Sinne sagen wir Tschüss, bis morgen.